Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Warnung, die im nachfolgenden Video gezeigten Inhalte sind für Zuschauer mit Emetophobie oder einer Empfindlichkeit gegenüber Erbrochenem nicht geeignet. Zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke und der Mannshauwurf ist heute wieder am Start und der Wuser ist wieder am Start. Der Gabriel ist auch noch hier. Guck, der Gabriel steht da, der Autoverkäufer, ne, von Hildburghausen. Nein, da kommt ja, ihr kennt den Gabriel, ihr wisst Bescheid. Und wir haben heute was für euch vorbereitet. Wir haben hier nämlich kleine Oktopusse von San Fabio gekauft im Pennymarkt in Suhl. Mach nicht Werbung, Mann! Hier, nimm mal kurz das Messer. Dude. Die sehen auf jeden Fall sehr lustig aus, wenn ihr mal so direkt da reinguckt, also irgendwie pervers lustig. Es gibt ja das normale lustig und das perverse lustig. Wir zeigen es euch aber von der anderen Seite. Die wollen wir jetzt probieren. Hier ist auch eine Frau drauf, die freut sich übelst. Wer weiß, was sie gegessen hat, auf jeden Fall nicht die Oktopusse. Kleine Oktopusse von San Fabio. Sehen gut aus, sind in Öl eingelegt, haben viel Eiweiß, was gut ist für einen Mann seine dicken Arme, ne? Und was steht sonst noch da? Kann man nicht lesen, weil es unscharf ist. Wir machen die jetzt mal auf, beziehungsweise kannst du die mal aufmachen? Hörst du mal auf, Pokémon zu spielen? Bist du verrückt? Das Messer hat auch noch so viel auf einmal. Weil so kann ich wenigstens draufhalten in der... Na? So kann ich wenigstens draufhalten in der Nahaufnahme. Zack, und da kommt die Kohlensäure raus. Wunderbar. Da haben wir sie. Das sieht doch gut aus. Wir haben extra ein gimbeliges Messer mitgebracht, haben wir gerade gefunden, dass man sich nicht die Hände so ölig macht. Wer will jetzt als erstes probieren? Ich will jetzt den Mist erstmal noch hier vorne. Ich habe Angst, dass ich das winken kann. Dann geh mal vor, zeig's mal deiner Freundin, Kamera. Brigitte mit drei Beinen. Guck mal, ob man das gescheit sieht. Oh, ich muss hören. Also, ich muss hören. Hat einfach nur. Da kommt schon alles raus. Solange der Oktopus nicht rausfällt, ist doch alles gut. Warte mal, hier oben ist schon ein Beinchen, dann nehme ich mir einfach dieses blöde Bein hier, dann brauche ich kein Messer. Genau, steck's dir mal in den Mund. Am Anfang geht's ja noch, aber dann unten... Alter, das ist ein Vieh? Ich dachte, das wäre... Ich dachte, die sind viel kleiner. Nein, das ist doch sehr schön. Das musst du aber komplett so essen, wie es ist. Ja, steck's das in den Mund und dann kaust du drauf. Nee, das ganze Ding auf keinen Fall. Komm, ist Öl dran, da flutscht's besser, kannst du im Ganzen runterschlucken. Hier haben wir unser länger Oktopus. Ich dachte, das wäre kleine Scheißdinger, jetzt ist das so ein ganzes Vieh. Ja, steh doch drauf, klein. Trau doch mal der Verpackung. So klein ist der gar nicht. So irgendeine sind zum Glück alle klein. Echt, jemand muss mal das Glas nehmen. Im der sah auch klein aus. Dann gib's dem Wuser, weil der Wuser kann dann gleich als Wuser, nächstes. Hier ist ein Glas. Ja. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal so ein scheiß Bein. Jetzt ist der Kopf runtergefallen. Was ist mit dir? Toll. Lass den Kopf nicht so hängen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas... Der sieht ja cool aus. Hier ist auf jeden Fall. Sieht aus, als wäre da eine Bohne dran hinten, einfach nur. Der Kopf fällt aus. Sieht aus wie aus Alien. Ja. Ja, das riecht einfach wie. Mann, willst du es dir jetzt reinstecken? Ich beiß da erstmal so ab. Ach, abbeißen. Ihr müsst das komplett reinnehmen, ja? Jungs. Okay, dann nehme ich es halt komplett rein. Ja, eins, rein. Zwei. Du hast einen rein? Ja. Okay. Schmeckt doch bestimmt nach nichts, aber ist ölig. Die Konsistenz vielleicht komisch, aber... Schmeckt nach. Weiß ich nicht. Essig? Irgendwas? Geht schon los. Wieso das denn? Schmeckt wohl doch nicht so. Boah, hinterher kommt der Fischig. Ach du meine. Der arme Oktopus. Zum Glück ist er klein. Da hat er noch nicht so viel erlebt, da ist es noch nicht so schlimm. Dir geht's gut? Nee. Du steckst dir wie immer alles rein, du verkraftest alles. Geschmacklich ist es gar nicht so schlimm. No. Geschmacklich ist es gar nicht so schlimm. Nachgeschmack war widerlich. Ich glaube, das ist immer nur, weil ihr so viel Bier trinkt dazu. Das verträgt sich dann nicht. Der Fisch mit dem... Ich gerade den Hals runter und kam mal wieder hoch. Wieso habe ich immer so ein Glück? Ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt hier rausnehmen soll. Das sieht aus, als wäre das... Das sieht alles richtig gammelig aus. Kannst du das Messer nehmen? Das ist eine komplette Schicht, die zusammengehört. Und nichts, was jetzt rausguckt, was man ziehen kann. Oh, mir drehen die Augen, ey. Ja, guck mal, was ist denn das? Das ist doch alles fest. Hab ich die Folge. Ja gut, da ist auf jeden Fall was, was man sich in den, Arsch stecken kann. Ich stell's mal hier hin. Nehm den mal raus. Ich muss, also die sind sau dringig.
Ja. Willst du trotzdem ablenken? Ah, Ramses? Hier ist auf jeden Fall einer. Der riecht aber sehr kräutermäßig und würzig. Ja, schmeckt auch so. Also der hat einen richtig guten Geruch eigentlich. Wie ich hier sehe, da ist so viel Glipper dran. Das sieht auf jeden Fall richtig schleimig aus. Das gefällt mir, so muss es sein. Ihr seht auch hier, zack, ne? Sieht aus wie bei Alien die Wiedergeburt. Einmal oben, einmal unten. Wir hauen den mal rein. Auf den Pfefferkörner. Gelee. Vom Geschmack her ist er gar nicht so schlimm. Das ist nur die Konsistenz im Mund. Also ist ein bisschen muffig im Nachhinein. So knackig, knobelig. Nein, das ist gut. Also dieses Gelee ist eigentlich ganz in Ordnung. Das war, wenn ich es nicht so kaugummiartig. Das hat sich gut beißen lassen. Jetzt kommt so ein gammeliger Geschmack durch irgendwie. Ich scheiße überall hängen. Sehr gummiartig. Aber ich glaube, wenn ihr was dazu esst, irgendwas, was komplett den ganzen Geschmack übertönt, dann ist das voll die Delikatesse auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Wollt ihr noch einen? Wollt ihr noch mal reingreifen? Ich glaube, jeder nimmt sich noch einen. Hä? Ja, der Geist hat ja noch sein. Wenn du einmal so gut dabei seid. Ich habe ja noch einen. Alter, Manns. Hast du deinen gegessen? Meiner ist weg. Ich kann das nicht. Ich hatte ja noch. Ich will aber nicht so ein riesen Vieh, Alter, der kotzt sich. Okay. Such dir halt was raus. Ich krieg das nicht. Die Gedanken sind frei. Die Auswahl auch. Das sieht jetzt aber alles so. Das ist halt das jetzt ist eine gut, Brühe. Was ist denn das, Alter? Ist das denn sein Auge oder was? Alter, was ist denn das? Das ist halt der Boden, den du durchstichst, wo du schimmelt alles unter dem Boden dann die Tiere findest. Alge, Alter, da sind Algen mit drin. Ich hab mich aufs Messer gesetzt, ich hält. Jetzt klebt's alles da an der Hose. Super. Gönn dir, such dir noch mal was raus. Nee, Alter. Nimm du erst mal. Warte, ich hab für dich den besten. Hier. Für mich? Ja, gönn dir. Ich krieg die Scheiße nicht runter. Was war das gerade? War doch ein Alien-Embryo. Der hat gar nicht so einen schwarzen Kopf wie eure. Das ist das, was ich gemeint habe. Der meiner hat ja seinen Kopf verloren am Anfang. Was ist da drinne? Das ist der Kopf? Sieht aus wie die Eichel, ja. Guck, das ist nicht so groß, das kann der Manns nehmen. Kommt zum das ist da der Schnabel noch dran? Was ist da, da haben die Schnäbel. Ich nehme den mit der komplett in Gelee drin. Aber guck dir das Gelee an. Das will ich nicht haben. Natürlich super praktisch. Wieso machst du das Gelee ab? Das ist doch das Beste. Also die Wespen, die stehen drauf. Der Kopf ist auch schon hier weg. Das ist ja nur noch ein kleiner zusammengeknetschter. Vielleicht kriege ich den hier runter. Ich probier's. Ja, probier's. Jetzt habe ich meine Pfoten sauber geleckt, jetzt habe ich die Scheiße wieder dran. Ja, das macht man ja auch am Ende. Ich probier's jetzt nochmal mit so einem kleinen Ding, das große Ding. Das hört sich an. Die großen habe ich nicht runtergekriegt. Hier ist auch kein Kopf mehr dran. Hier ist nur Alge. Ja, dann Prost. Und Skoll. Und wieder reingefallen. Ciao. Und wieder ab. Jedes Mal. Das ist wie bei den scheiß Eiern. Das schmeckt, erst geht's und dann hast du den scheiß Geruch. Das Geruch. Als Geschmack. Das Geruch, das Muffige, das Ganze. Ja, das ist ein bisschen penetrant, sag ich mal so. Wenn das dann so durchkommt. Dass du nicht deine Kette vollkotzt, ne, das wundert mich. Ich mach's ja auch. Die baumelt immer davor rum, extra, ordinär. Der Buser ist wieder fertig, ja, also den erschüttert nix. Habe ich überhaupt schon was gegessen, was macht? Da ist ein Chip. Da kann man auch wieder raus. So, ich habe jetzt meinen trotzdem noch hier. Jetzt ist er abgetropft, jetzt ist da ja gar nichts mehr. Ja, das Gelee sieht irgendwie aus, als würde es fehlen. Wir nehmen den auch noch mit. Wer kauft sich sowas? Das sieht richtig gut aus. Ja, ich muss die Scheiße wenigstens noch von den Fingern ablecken. Das finde ich, das geht ja noch fast. Dieses eklige Alge. Und boah. So was, das musst du mir nach einer Stunde auch gerochen, gell? Der hat besser gerochen. Der hat besser gerochen.
besser geschmeckt. Ramses lässt sich schmecken. Ja, nicht unbedingt. Ich muss schon aufpassen. Los, raus! Dass es nicht in die falsche Kehle kommt. Gerade dieses Kauen und dann runterschlucken ist so ähnlich wie beim Surströmming. Das ist bei mir immer, das kriege ich nicht hin. Ja, das hat eben auch lange gedauert. Ja, aber beim ersten Mal habe ich ja noch... Jetzt am Ende, wenn sie es mit genug Speichel vermischt hat und ihr diesen Geschmack nicht mehr so sehr habt, dann könnt ihr es auch runterschlucken, dann merkt ihr das auch nicht mehr. Aber beim Kauen, wenn ihr kurz kaut und direkt schluckt, dann kommt dieser Würgreflex. Wenn ihr aber so lange kaut, dass ihr nur noch Brei habt und der Brei einfach nur noch nach Speichel, ne, dass sich das neutralisiert, das sind die Profi-Tipps, so macht man es. Ich glaube, der Busa hat noch Hunger. Ja, Alter, ich wollte für dich noch was zurecht machen hier. Ich habe es ein bisschen durchgerührt, den Rest kannst du jetzt Hast trinken. Du noch einen großen? Den Rest kannst du trinken, die sind alle klein, die gehen so runter. Die größten hatte ich wahrscheinlich am Anfang. Salz nicht trinken, das ist Öl, Mann. Boah. Dann habe ich Durchfall. Ach du, Durchfall. Hast du nicht noch einen großen, dicken, fetten? Nee, es ist nur noch Kleinkram. Erzähle nicht. Da dreht er rumgehen, wenn du das ist doch mal. Alle am Aufstoßen. Das wird immer ekliger. Ja, was macht man mit dem Rest, hä? Normalerweise? Ja, hier, den kannst du dir doch noch gönnen. Ja, ich denke, normalerweise isst man das alles. Aber ist doch noch was für dich. Halt doch mal nicht über meine Hose. Ich pass doch auf. Oder warte, ja, so. Außerdem ist meine Hose auch voll. Da geht's so, da ist auch noch was Schwarzes mit dran. Wir können ja jetzt mal kurz kauen und schlucken direkt. Mal gucken, vielleicht geht's ja. Das geht eh nicht. Das geht doch bestimmt besser, weil der Geschmack nicht kommt. Der kommt dann beim Schlucken erst. Rams ist der Oktopus-Freund. Jetzt ist Dr. Octopus von Spider-Man. Ja, vielleicht. Die ganze Palette erstmal. Das scheint wirklich so gar nicht runtergeschlabbert. Das ist immer noch ganz schwierig. Gib mir doch mal das Glas. Okay, Ramses isst jetzt das ganze Glas. Warte mal hier. Tut mal das Messer weg. Steck's in die Hosentasche. Gib mir ja den Bottich, ne? Steck's irgendjemand in den Rücken, der hier vorbeiläuft. Kleine Oktopusse auf Ex. Nein, nicht auf Ex, aber mal gucken, ob wir das Glas leer kriegen. Okay, warte mal. Mit viel. Mit viel Öl auf jeden Fall drin. Jetzt haben wir Zuschauer, Gags, seine Freundin ist da, guck, die filmt hier. Man kann das ja nach und nach trinken, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Sehr schön. Das war das Ölige einfach, komplett. Gut, das Ölige schmeckt nach altem Fett irgendwie, glaube ich. Nach alten Ober. Sich trotzdem reingekippt. Scheint aber zu munden. Das Öl ist das Schlimmste. Warum? Damit rutscht an allem. Besser. Hier. Hier. Da ist der ganze Oktopus-Kram. Das Öl ist weg. Das sieht aus wie Gedärme, ey. Jetzt kannst du einen nach dem anderen noch snacken. Ja, aber es ist nicht mehr so viel Öl drin. Es geht also besser. Also besser. Also besser. Und sehe schon wieder sehr viel Gelee. Eigentlich wäre es genau dein Ding mit dem Eiweiß und so. Ja, aber ich gehe schon nicht runter, den Scheiß. Ich könnte jetzt das Öl rauskippen, aber das ist ja auch nahrhaft. Das müssen wir also auch mitnehmen. Konzentrier dich. Ich komme runter angerannt. Leckt auf. Hüpft mir ins Gesicht. Ich glaube noch einmal. Man müsste theoretisch leer sein. Keine Videos selber machen, ich filme mal mit Ramses auf meinem Kanal. Hin und her und hin und her. Und dann erstmal Bier trinken. Bier trinken. Das riecht tatsächlich meine Oma gefingert. Und das
du schon mal, oder wie? Nee, aber so stelle ich mir das vor. Deckung. Da kommt's mir auf, Alter. Du wirkst gleich mit? Ja, das ist das Schlimmste. Das ist erst wieder das Gedärme auskotzen, Alter. Was sind nur ein paar Brocken? Bei mir ist das ganze Kackvieh. Wie eine Gänsehaut. Wenn ich beim Kotzen zugucke. Das Glas ist leer. Bitte sehr, ne? Hier haben wir ein bisschen noch verloren. Aber ich glaube, es hat keiner. Aber guck mal, das bei dem Glas und das bei einem. Das kann man mal mitnehmen, ne? So, wollt ihr noch jemanden nominieren für die Octopus Challenge? Ich kenne ja keinen. Ich Flatti. Ich nominiere Mannshaus, dass er das nochmal macht. Nein, keine Ahnung. Flatti Natururin, wenn ihr das seht. Wir können da ja auch mal machen. Ich glaube, ihr werdet bettelarm, wenn ich so viel nominiere und ihr so viel Mist kaufen müsst. Ein Glas hat fast 3 Euro gekostet. Im Penny in Zug. Was für das? Hab ich gar nicht. War das nur so aus? Das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus. Probiert mal kleine Oktopusse. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Manz, euer Wusa. Und euer Gabriel. Gabriel, genau. Yeah.